Und ein herzliches Willkommen zurück bei Pokémon Tekken X beim Online-Rang-Match. Ich bin von Gameplays als Hobby und hiermit entschuldige ich mich dafür, dass ich beim letzten Teil die Aufnahme extrem stark aus Versehen abgebrochen habe. Ich war eigentlich auch gar nicht fertig mit Erzählen, so von wegen Tschüss und so, aber gut, war halt so. Naja, wir suchen uns den nächsten Kampf. Wir behalten natürlich erstmal Routena und los geht's. Die Suche läuft. Eine Niederlage, ein Sieg. Mal gucken, was der dritte Kampf bringt. Okay, der dritte Kampf bringt gar nichts. Ah, ein Gegner ist erschienen. Was haben wir da? Der Raichu oder Rayo aus Spanien mit Pikachu mit 27 Siegen. Sieg ist gerannt. Gruppe E1. Ah gut, schauen wir mal. Ich muss versuchen, echt niemanden mehr zu unterschätzen, sonst mache ich nur Fehler. Trotzdem immer auf Vorsicht. Oh, es hängt ein bisschen. Aus sicherer Entfernung habe ich natürlich gute Chancen. 1-0. Entschuldigung, Rayo. Lass mich runter. Kann ich auch. Okay. Rayo, es tut mir leid, aber ich brauche Punkte. Egal, wie wenige ich immer bekomme. Aber gut, Hauptsache für Sie. Hauptsache mein Prozentsatz erhöht sich wieder ein ganz klein Mini-Stück. Trotzdem gut gekämpft, Rayo. Aber du brauchst auch noch ein bisschen Übung. Genau wie ich allerdings, übrigens. Also, ne? Mach dir nichts draus. Jeder fängt klein an. Und bleibt entweder klein. Oder wird zumindest mittel. Aber groß rauskommen, ich weiß nicht, ob ich das jemals werden will. Aber gut, ich gebe die Hoffnung nicht auf. Ich will der Allerbeste sein. Okay, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr dürft mir gerne einen Daumen nach oben geben. Beziehungsweise ein Abo, falls ihr mich noch nicht abonniert habt. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Kampf wieder. Und vielleicht wieder mit noch einem Sieg. Das wäre natürlich schön, wenn wir auf Siegeskurs wären. Und das war Pokémon Tekken DX auf der Nintendo Switch mit von Nöher Gameplays als Hobby mit Routena. Und wir verabschieden uns und auf Wiedersehen. Tschüss.